Hallo Bastelfreunde, wie im letzten Video schon angekündigt, mache ich heute die Kaffeemaschinenreparatur weiter. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das erst morgen kommt, mein Ersatzteil, aber lustigerweise kam heute das Teil hier an als DHL-Paket, also so eine Tüte hier. Das heißt, ich muss nicht zur Paketstation mir das da abholen, sondern das lag direkt in meinem Briefkasten, was natürlich jetzt in dem Falle großes Glück ist. Jo, dann werde ich das Thema aufbauen und dann werden wir das Ding mal wieder zusammenschustern. Ich werde als erstes mal die wieder zum Leben erweckte Pumpe tauschen. Sprich, das Ding, das hatte ich ja draußen und auseinandergebaut und danach lief sie ja auch wieder. Aber da wir eine neue haben, werden wir auch die neue verbauen. Alles andere macht da keinen Sinn. Dann fängt man an, das Ding in 14 Tagen wieder auseinanderzuschrauben. Das ist ja auch Quatsch. Das wollen wir ja auch nicht. So, mal die Pumpe erstmal raus. Das ist hier die neue Pumpe. Die ist jetzt rot, der Austauschtyp. Und der Schaft, der ist jetzt hier aus Messing. Und nicht mehr aus Kunststoff wie hier. Hat man geändert. So, was sagt die Dichtung, die hier drauf ist? Die sieht noch sehr gut aus. Kann man wieder verwenden. Das war das Teil. Den Schlauch, den mache ich noch mal ein bisschen sauber, wenn ich ihn gut abkriege, hier heißt es. Da ist er. Den werde ich noch mal kurz durchspülen. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass der Anschluss an der Turbine, der praktisch so gesehen der linke Anschluss ist von der Pumpe. Nicht wie man meinen könnte, dass es hier der direkt nebenliegende ist, weil hier ist der Eingang und hier ist der Ausgang. Schläuchlein. Sportlich. Und hier sind die vier Dichtungen dazu. Ich zeige die gleich noch. Da kommt auf jeden Ende zwei Dichtungen. Die kommen so darauf. Sehr schön. Den Boiler abschrauben, damit wir wieder an den Anschluss rankommen, wo das eingehangen wird. Nämlich an diesem, weiß nicht, heißt das Supportventil? Ich glaube ja. Können wir das hier mal wegnehmen, ganz vorsichtig. Könnt ihr das euch hier mal angucken. Das sieht dann so aus. Wenn ich jetzt hier mit einer Schraube festgemacht habe, damit ich das da anschrauben konnte, kann man das rausnehmen. Und da muss jetzt die eine Seite des Schlauch ist drin. Das machen wir jetzt mal. Gut.
Jetzt nehmen wir das Ding hier schön ein. Und das auch. Und dann schrauben wir das gleich wieder fest. Immer erst rückwärts drehen, Plastikschrauben bzw. Plastikgewinde, sonst sind die ganz schnell kaputt. Wenn es knack macht, könnt ihr sie festdrehen. So, jetzt muss der Boiler hier wieder eingedockt werden. Schläuche sollten da drin bleiben. Sehen wir dann. Das sieht gut aus. Dann sind wir hier. Hier sind eine Hülsen drin. Und die Schräubskes. Ihr seht ja, hier ist ein Loch und hier an dem Teil ist ein Loch. Der Schlauch, völlig irrsinnig, der ist praktisch jetzt, ist ja der neue, der hier hängt, und das ist der alte. Und der ist natürlich auch hier hochgekommen, hier lang gekommen, und der wird dann hier lang gelegt bis zu diesem Dampfventil. So, und dummerweise ist hier genau das Loch von der Schraube, und damit habe ich auch das Ding genau erwischt und habe da genau ein Loch drin gemacht in den Schlauch. Also völlig unnötiger Quatsch sozusagen, der da passiert ist. Aber gut, kann vorkommen, sollte aber nicht. So, dann haben wir hier noch so einen Schutzschlauch. Den stülpen wir da jetzt noch rüber. Über das Ganze. Der hat aber auch nicht verhindert, dass man da Loch rein piekt. Ich muss den ein bisschen kürzen. Denn ich habe gelesen, der Original, den hatte ich gemessen, sind 50 cm knapp. Und der Ersatzschlauch, der ist nur noch 44 irgendwas. Sehr ärgerlich, dass das so ist. So, jetzt ist das alles wieder an seinem Platze. Jetzt kommt hier noch der Schlauch für den Wassertank wieder ran. Der wird auch nur gesteckt auf dem Flowmeter. Da ist weiter nichts. Und da kommt dann der Wassertank oben wieder rauf. So, zwischenzeitlich war der Akku mal wieder alle. Ihr wisst nicht, was ihr jetzt noch mitbekommen habt. Ihr wiederholt es einfach nochmal. Also hier ist jetzt ein bisschen Kaffee drin, Wasser, Auffangbecken, alles soweit vorbereitet. Und jetzt machen wir erstmal einen Test, bevor wir das Ding komplett zusammenschrauben. Die muss jetzt erstmal aufheizen. Und dann machen wir einen sogenannten Opferkaffee. Wird markerweichend sein, das Geräusch, weil die Pumpe hat jetzt natürlich nicht groß Wasser. Die muss jetzt erstmal ein bisschen leer laufen. Deswegen klingt das wahrscheinlich gleich ganz fürchterlich. So, die hat jetzt erstmal aufgeheizt. Dann wollen wir mal starten. Hier pistet ein bisschen raus.
So, so funktioniert scheint es jetzt. Ich hatte hier gerade ein Problem, dass hier dauernd Wasser rauskam aus dem Aufschäumer. Und zwar hatte ich bei dem Dampfventil die Feder falsch schon drin. Ja, kann passieren, wenn man zu viele Tage dazwischen hat, muss man sich das irgendwie merken. Aber jetzt zeigt das hier dreht und das funktioniert auch. Oh, kommt jetzt auch super Kaffee raus mit Schaum. Gut, dann werde ich das jetzt alles zusammenbauen und dann sollte das funktionieren. Wunderbar. Funktioniert. So, und jetzt endlich nach 7 Tagen kriegt die Katze auch wieder ihren Fressnapf zurück. Ich hatte da nämlich die ganze Zeit die Schrauben drin. Fand da natürlich nicht so lustig. Ja, ist deiner, kriegst du wieder. Kein Problem. So, das Thema ist erledigt. Hatte ich jetzt nochmal gerade eben einen Schreck gekriegt, als das Wasser da rauslief aus der Dampfdüse. Aber wie gesagt, das war mein eigener Fehler. Ich hatte hier oben die Feder und den Kolben, der da drin arbeitet, falsch schon verbaut. Ja, kann passieren. Eine Dusseligkeit. Normalerweise mache ich da Fotos oder schreibe mir das auf. Das Problem war, als ich den Schlauch abgemacht habe, den kaputten, fiel das alle draus, sodass ich gar nicht sehen konnte, wie das eigentlich gehört. Gut, das soll es gewesen sein. Schönen Dank für's Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.